Persönlich glaube ich nicht nur an die Notwendigkeit und an die Pflicht, sondern auch an die wirksame Möglichkeit, uns zu verteidigen. Verteidigen heißt in diesem Falle nicht nur halten, sondern sich mit aller Kraft schlagen, zerstören, sein Leben so teuer wie möglich verkaufen. Unsere glückliche Vergangenheit, die bevorzugte Stellung, die wir heute noch einnehmen, sind keine Garantie für das Kommende. Vergangenheit und Gegenwart werden wir nur im kommenden Europa verdient haben, wenn wir daraus Kraft und Entschlossenheit für die Zukunft schöpfen. Für uns, vielmehr aber noch für unsere Nachkommen.